Alles gut. Ja, Mimi, sind wir 2 Wochen alleine? Manchmal habe ich echt das Gefühl, ich sollte irgendwie mal so einen Koch-Channel oder so errichten oder zumindest irgendwie so ein Ding auf meinem Kanal, wo ich Sachen ausprobiere, weil irgendwie in letzter Zeit ist es halt wirklich so, dass ich nie ein Rezept irgendwie fertig mache. Also ich probiere dann immer ein bisschen was aus, zum Beispiel jetzt gebe ich einfach Apfelmus rein. Weil ganz ehrlich jetzt, wenn du Apfelmus in Kuchen geben kannst, finde ich schon gut, kannst du es eigentlich in Pancakes auch geben oder schon gut. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen und ich versuche das jetzt mit dem Kaiserschmarrn. Zumindest habe ich das mal gehört. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, aber ich mache mal einen Riesen-Pancake. Probieren wir es einfach mal. Ich glaube, keiner von uns weiß, wie es geht, also it's okay. Okay, noch sieht es ein bisschen sehr näher aus. Aber das wird schon so ein bisschen was drauf. Also ganz kurz, so sieht das jetzt aus. Es ist einfach nur Teig. Ich habe keine Ahnung, wie das werden soll. Ich glaube, ich habe gelesen, das ist halt jetzt echt schon eine Zeit her und mein Gedächtnis ist in solchen Sachen jetzt nicht so das Beste, dass man einfach mal einen sehr, sehr großen Pancake machen soll, der halt auch ein bisschen dick ist. Dann warten soll, dass der halt ein bisschen und den dann irgendwie so, wie bei Eierspeis ist. Ich meine, macht man ja auch zuerst ein Riesenei und dann, oder? Ich habe schon urlang keine Eierspeise mehr gemacht. Naja, auf jeden Fall warte ich noch kurz, bis der mehr solche Pünktchen hat. Früher das jetzt in der Zwischenzeit. Und das ist übrigens der andere Pancake. Den kann ich mal probieren. Das schmeckt knusprig, Leute. Also gut, das ist jetzt das Endergebnis. Ich habe sogar noch so ein bisschen Staubzucker draufgegeben, auch wenn ich das nicht mag. Aber ich finde, es sieht einfach urgut aus. Und sieht jetzt einfach wirklich wie Kaiserschmarrn aus. Ich bin so gespannt, wie das schmeckt. Also ganz ehrlich, jetzt, wenn das gut schmeckt, dann bin ich ja voll die Genius, weiß nicht was. Guten Morgen, ihr Lieben. Ich habe endlich wieder gute Laune, beziehungsweise mir geht es endlich schon wieder etwas besser, weil, wie ich in ein paar Vlogs gesagt habe, ich bin irgendwie so halb krank geworden, weil, also ich nenne es jetzt einfach mal krank, ich hatte halt so mega Migräne, auch irgendwie Halsschmerzen und ich habe mich übergeben, also es war irgendwie so das volle Paket, das war irgendwie ziemlich dumm, vor allem in den Sommerferien finde ich das immer so ein bisschen, ich will eigentlich meine Zeit genießen. Heute ist Samstag und heute wird ein guter Tag. Ich weiß nicht, aber ich bin aufgewacht und hatte schon gute Laune, deswegen muss es ein guter Tag sein und natürlich ist mein Nagel gleich abgesplittert. Deswegen lattiere ich mir nie die Nägel. Ich finde das einfach voll mühsam dann danach irgendwie die Tage. Aber auf jeden Fall drehe ich jetzt gleich eine Morgenroutine. Yay, endlich mal wieder. Ihr habt mich so oft gefragt in letzter Zeit. Und ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht, warum ich es nicht abgedreht habe. Weil ich mag Morgenroutinen, ihr mögt Morgenroutinen. Und ich möchte mein Zimmer noch irgendwie ein bisschen ausnutzen. Klingt das dumm, aber ich meine, mein Zimmer ist hell, weil die Sonne scheint. Und deswegen möchte ich es ausnutzen, weil ich weiß ja wirklich nicht, wie es in Amerika sein wird. Vielleicht habe ich voll das kleine dunkle Zimmer, kann ja sein. Übrigens schon 10, also ist es ziemlich spät. Aber ich melde mich dann später wieder. Peace und bye. Ich bin gerade mitten im Film und natürlich geht mein Akku leer. Aber auf jeden Fall ist es jetzt schon etwas später. Also normalerweise esse ich nie so spät, aber wie gesagt, das hat alles ein bisschen länger gedauert. Und zwar wollte ich euch jetzt hier trotzdem hier nochmal mein Essen zeigen. Ich lese gerade Harry Potter fertig. Ich habe gestern, glaube ich, irgendwie so 150 Seiten gelesen oder so. Und jetzt bin ich fast am Ende. Ah! Und ich habe halt Harry Potter in der Volksschule so unnormal, abnormal geliebt. Ich habe mir sogar einen Zauberstab bestellt von, wie heißt das nochmal, Eichenwald, Ebenwald, so irgendwas. Ja, aber auf jeden Fall muss ich gleich meinen Akku
aufladen. Und das ist jetzt mein Frühstück. Ich esse ja normalerweise eigentlich kein Brot zum Frühstück, aber irgendwie hatte ich heute Lust. Und da habe ich mir so eine Orange aufgeschnitten, um ein bisschen Vitamine reinzukriegen. Und ich möchte mich unbedingt so ein bisschen mehr mit Meditation beschäftigen, weil ich das eigentlich super interessant finde, wenn man so seine ganzen Gedanken mal versucht wegzukriegen und dann halt so positive Affirmationen ins Gehirn rein. Ich kann mich da halt überhaupt nicht aus, deswegen benutze ich jetzt gerade so Kinderwörter. Deswegen, ja, möchte ich das unbedingt in den nächsten Tagen vielleicht so ein bisschen probieren. Ich weiß, man kann das irgendwie nicht gleich, also das erwarte ich jetzt nicht, dass ich mich hinsetze und gleich meditieren kann, weil das ist ja doch irgendwie so eine spezielle Kunst sozusagen. Aber ich möchte das Ganze so ein bisschen probieren einfach. Und vielleicht probiert ihr es ja auch aus und schreibt mir irgendwie dann auf Instagram oder so, wie es euch so gefällt sozusagen. Aber jetzt lade ich erstmal den Akku auf, weil ich halt auch gevloggt habe und jetzt auch das Video nämlich mit der Kamera filme. Ich melde mich mal wieder. Es ist einige Stunden später. Also ich habe jetzt Videos geschnitten, habe gelesen, habe gefrühstückt und so weiter und so fort. Es ist jetzt aber echt schon später. Also es ist 12:45. Ups. Aber ich filme noch immer meine Morgenroutine so nebenbei halt, weil ich halt nicht einfach filmen möchte, sondern halt wirklich dann die Sachen machen möchte. Weil wenn ich sage, ich schneide gerade ein Video, dann will ich das Video auch wirklich schneiden. Und da liegt noch mein Handtuch, weil ich mich vorhin geduscht habe. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich essen soll, weil ich habe irgendwie keinen Hunger. Weil ich ja irgendwie so um 11 oder so gegessen habe. Wann war das? Es war halt auf jeden Fall früh. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wo mein Wasserglas ist. Und dann steht es im Bad. Typisch, dass ich es dort einfach hingestellt habe. Das einzige Problem ist, dass ich nicht weiß, was ich essen soll. Es ist immer so, wenn ich dann Hunger habe, weiß ich nicht, was ich essen soll. Hallo, willkommen in meinem Kühlschrank. Also, ihr seid jetzt in meinem Kühlschrank, ihr seht den Kühlschrank gar nicht. Ja, das Problem ist nur, ich habe Hunger. Ich weiß auch nicht, was ich essen soll. Aber ich habe mir nämlich gestern so einen Salat gekauft, weil er so günstig, oder ist der immer so günstig? Das könnte ich. Und dann habe ich eine Avocado auch noch. Ich glaube, ich mache so ein bisschen Restelverwertung, wisst ihr, was ich meine? Brokkoli habe ich ja auch noch. Übrigens, ich habe mir ich habe mir gestern wieder so eine riesen Melone gekauft. Also die ist nicht so groß, aber dafür, dass sie eine Zucker- oder Honigmelone, ich bin immer verwirrt, ist sie schon größer. Und ich habe mir Mais gekauft, weil ich mag es mal ganz gerne, so ein Mais zu snacken. Halt nicht zu snacken, sondern halt den zu machen. Dann habe ich noch immer weiße Bohnen, also die werde ich auch verwerten. Was muss ich noch verwerten? Ich habe noch hier Orangen, die kann ich als Dressing verwenden. Ich habe von gestern noch so einen Smoothie nicht zu wehen, den werde ich dann am Abend durchführen, wenn ich rausgehe. Weil ich kann jetzt nicht rausgehen, es ist viel zu heiß. Ich möchte nicht schon wieder... Mir war nämlich vor ein paar Tagen, bin ich rausgegangen, habe ich euch das erzählt und mir wurde so schlecht. Ich habe echt gedacht, ich kollabiere gleich. Deswegen gehe ich jetzt nicht in der ärgsten Hitze raus und dann erst wieder so ab 3, 4 oder so. Ich meine, das ist jetzt eh schon eine Stunde. Genau, also dann probiere ich das jetzt mal aus mit dem Salat und schau mal, wie es wird. So sieht jetzt das fast fertige Essen aus. Also eigentlich wollte ich ja Salat essen. Ich werde ihn auch immer noch essen. Aber dann habe ich auf einmal gemerkt, dass ich eigentlich voll Lust hatte, asiatisch zu essen, da ich jetzt aber nicht bestellen wollte, weil ich ja eigentlich schon beim Kochen war. Erstens und zweitens, weil wir halt wirklich eigentlich recht viel oder ich eigentlich recht viel da habe und das ist ja, also das wäre ja die Verschwendung, das jetzt nicht zu essen. Und da habe ich mir halt so asiatische Nudeln sozusagen, das sind solche Woknudeln, die gehen ganz schnell. Und dann habe ich noch Karotten, Bohnen, weil ich die halt schon gemacht habe, deswegen habe ich die einfach auch reingegeben. Und halt der Brokkoli. Und Brokkoli benutzt man ja sowieso total oft in China und deswegen dachte ich mir, kann ich ja das gleich auch in die asiatische Bowl reingeben. Trotzdem ist der Salat meine Base sozusagen. Also ich möchte trotzdem viel Grünzeug essen. Deswegen ist der Brokkoli und alles. Ich habe gestern auch wieder Erbsen gegessen. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich so ein bisschen zu wenig Grünzeug esse in letzter Zeit. Und deswegen versuche ich das jetzt einfach wieder ein bisschen reinzubekommen. Und ich mache in letzter Zeit immer gerne ein bisschen mehr. Weil ich entweder noch Hunger bekomme oder mir halt nachnehmen kann. Oder für später. Meistens esse ich eh alles, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, da esse ich jetzt nicht alles. Ich hatte auch noch so ein bisschen Erdnuss reingegeben und so, damit es so ein bisschen
asiatischer schmeckt. Also ist das sozusagen jetzt mein Essen. Ihr seid vorhin auf meiner Wasserflasche, also auf meinem Wasser drauf gestanden. Und ich schaue einfach, wie gesagt, wie viel ich esse. Übrigens habe ich jetzt wieder aufgehört mit Vampire Diaries. Also aufgehört. Man kann eine Serie nicht aufhören. Du kannst sie immer wieder weiterschauen. Aber jetzt gerade schaue ich sie halt nicht weiter, weil ich halt jetzt wieder mehr lesen wollte. Und ich weiß, dass wenn ich nicht damit aufhöre, dass ich Vampire Diaries weiterschaue. Also nicht immer, aber halt, ihr wisst, was ich meine. Und deswegen habe ich jetzt mal aufgehört zu zeigen. Ich kann es ja, wie gesagt, immer wieder anschauen. Werde jetzt ein bisschen lesen, werde das schnabulieren. Und dann werde ich später noch mit euch ein bisschen über ein Thema reden. So, also ich habe jetzt fertig gegessen. Ich dachte, ich setze mich hier mal ganz kurz hin. Und zwar wollte ich ja mit euch was besprechen. Allerdings möchte ich mich auch fertig machen. Also können wir so ein Talk Ready With Me machen. Okay, dann würde ich sagen, hole ich mal meine ganze Schminke. Und dann bin ich gleich wieder da. Okay, also, welcome back. Das waren vielleicht 2 Sekunden oder so, aber egal, ich bin wieder zurück. Nämlich wohne ich momentan alleine und ich wollte es irgendwie ganz am Anfang gleich ansprechen, aber irgendwie hat es sich da nicht so angeboten. Also für alle, die sich jetzt gerade überhaupt nicht auskennen und sich denken, okay, wovon redet sie gerade überhaupt? Ich wäre ja normalerweise eigentlich schon in Amerika gewesen. Also eigentlich wäre ich am 8.8. geflogen. Allerdings wurde ja mein Flug nach Amerika, für alle, die es noch nicht wissen, ich mache ein Auslandsjahr. Also ich sage das irgendwie in jedem Video, aber für alle, die neu dazugekommen sind, erstmal herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich sehr, dass ihr dabei seid, weil momentan bin ich so voll positiv und glücklich. Also mit wir meine ich unsere Community. Es freut mich voll. Aber auf jeden Fall mache ich halt ein Auslandsjahr für nächstes Jahr, also für das Schuljahr 2018-2019. Voll arg finde ich, dass bald 2019 ist, also bald, aber halt in Reichweite, sagen wir so. Und das ist halt irgendwie schräg. Aber auf jeden Fall wurde halt mein Flug verschoben und deswegen bin ich jetzt noch hier. Sind meine Eltern jetzt im Urlaub und da sie halt den jetzt nicht stornieren wollten, was ich auch gar nicht wollte. Also das habe ich nie verlangt oder so. Ich habe einfach dann gesagt, ja okay, dann bleibe ich einfach zu Hause. Ich werde mir der Sache bewusst, dass ich bald nicht mehr zu Hause bin. Also ich kann mir vorstellen, dass ein paar denken so, ja, ist schön und das, was machst du jetzt die ganze Zeit so zu Hause? So. Also erstens ist es halt so ein bisschen ein Vorgeschmack fürs Alleinewohnen und auch für, also für ganz später meine ich jetzt, aber auch halt fürs Eigenständigsein und so. Eigenständig sein, selbstständig sein. Ich bin eigentlich ziemlich selbstständig, also es ist nicht so, dass ich... Ich bin eigentlich selbstständig, wisst ihr, was ich meine? Also klar brauche ich manchmal meine Eltern, klar mache ich mal mit ihnen was und so, aber ich komme gut alleine klar, sagen wir so. Es kann halt sein, dass ich halt nirgends so hinkomme, außer mit dem Auto und da ich halt keinen Führerschein habe und dort auch sowieso nicht fahren darf, von meiner Organisation aus, weil das halt von der Versicherung bei denen ganz anders ist in Amerika. Deswegen darf ich da sowieso nicht Auto fahren, außerdem habe ich keinen Führerschein. Und deswegen könnte es halt sein, dass ich ein bisschen viel alleine bin, weil ich halt, was soll ich denn sonst machen? Allerdings genieße ich das gerade richtig, die Zeit mit mir alleine. Und ich kann verstehen, wenn viele Leute so überhaupt gar nicht klar kommen damit, alleine zu sein. Oder sich halt fragen so, oh mein Gott, wie kannst du das? Weil es ist halt auch, die Sache ist die, dass fast alle von meinen Freunden weg sind. Jetzt warte ich, bis sie ein bisschen angetrocknet ist und dann versuche ich sie, diesen Böschen, das etwas dreckig ist, zu trennen. Jedenfalls für alle, die jetzt nicht so ganz mitgekommen sind. Ich lebe gerade alleine. Jetzt heute noch für, warte, heute ist Samstag, für 6 Tage. Also Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Freitag am Abend kommen meine Eltern wieder. Also ja, waren es gerade 5 oder 6? 5, 6. Ich weiß nicht, was da los war. Ich habe es offensichtlich einmal falsch gewaschen oder so. Der ist jetzt so derart ausgegangen. Seht ihr das? Ich habe ihn voll ruiniert. Jetzt muss ich den halt immer so hochziehen. Allerdings ist er halt überall zu groß. Und ich habe den so geliebt, weil ich die Farbe so gerne mag, weil das halt so ein grau meliert ist. Also falls ihr Tipps habt, wie ihr so etwas Riesiges wieder in den Griff bekommt, gerne her damit. Ich dachte einfach heute, eigentlich wird es voll an der Zeit. Warum habe ich mich nicht die ganze Zeit schon so angenehm zurückgelehnt? Das ist so angenehm. Ich liebe halt diesen Stuhl. Der ist übrigens für Leiner. Von Leiner. Für alle Leute, die es wissen wollen. Das ist eigentlich so mein Alltagslook. Eigentlich mache ich nichts, außer mich so ein bisschen. Außer meine ganzen schönen Schokoseiten herauszubringen. Heute, ich bin einfach aufgewacht.
Und ich habe mir gedacht, okay, ganz ehrlich, ich muss das jetzt aufklären, weil sonst, ich zeige ja meine Eltern auch nicht, weil die das nicht wollen und ich respektiere das und ich will das halt auch nicht. Ich meine, sonst sieht man meine Eltern ja auch nicht, also vielleicht mal stimmen oder ich sage, ja, meine Mama hat gekocht oder wir gehen jetzt einkaufen und machen dies und das. Aber es ist halt trotzdem ein bisschen komisch, wenn ich so jetzt die ganze Zeit alleine zu Hause bin. Und ich weiß nicht, ob man es merkt, aber ich filme halt sonst öfters in meinem Zimmer und halt sonst nicht in der Küche so oft oder so, weil ich halt, wie gesagt, meine Eltern nicht stören möchte, weil ich halt weiß, dass sie nicht gefilmt werden möchten. Das würde mich mega interessieren. Bitte ehrlich antworten, weil ich das wirklich wissen möchte, ob man weiß oder nicht weiß, ob, sagen wir so, ob ihr es gemerkt habt, dass ich alleine wohne. Aber es würde mich echt interessieren, mal zu wissen von anderen Leuten, ob man das gemerkt hat, dass ich irgendwie alleine bin. Ich mache halt jetzt viel mehr im Haushalt. Ich meine, ich habe davor auch schon den Geschirrspüler eingeräumt und gesaugt und so und gewischt und so. Aber jetzt mache ich halt auch die Wäsche und so. Meistens habe ich die nämlich nur aufgehängt, aber nicht reingegeben, obwohl Wäsche gewaschen habe ich gar nicht. Ich sollte aber morgen mal mein Bett machen, also morgen wasche ich wahrscheinlich zum ersten Mal. Es fühlt sich halt nicht so an, und das Witzige ist, es fühlt sich halt nicht so an, als würde ich alleine leben, weil ich ja keine Rechnungen bezahlen muss in dem Sinn. Also natürlich muss ich Essen einkaufen und so, aber ich muss jetzt nicht für Strom, Gas, Miete, Wasser, was gibt es sonst noch alles? Ich kenne mich da nicht mal aus. Steuern, Versicherung, das muss ich halt alles nicht zahlen. Und deswegen fühle ich mich halt trotzdem so, als wäre ich halt ganz normal zu Hause. Bin ich auch, aber ach, keine Ahnung. Ich habe mich dazu entschieden, noch etwas mit meinem Tag zu machen. Weil, was ist mit dem Licht los? Vielleicht merkt ihr, dass ich irgendwie momentan so ein bisschen wenig mache. Oder haben euch das Gefühl? Keine Ahnung. Mich hat das Ganze nämlich so ein bisschen aus der Bahn geworfen, dass ich vor ein paar Tagen so ein bisschen krank war und halt wirklich nicht so viel gemacht habe. Kennt ihr das, wenn man irgendwie so zwei Tage hat, wo es einem irgendwie voll komisch geht und irgendwie vielleicht seid ihr ein bisschen krank oder so? Und ich meine, ich habe jetzt erbrochen und hatte Migräne, also das war auch nicht gerade lustig. Dann seid ihr irgendwie so voll verwirrt für ein paar Tage. Also, weil ich mir da halt so Sachen vorgenommen habe und die sind dann halt nicht passiert und deswegen war ich dann urverwirrt. Ist das logisch? Mal ganz kurz vorab. Ich habe mir vor einiger Zeit habe ich mir Energy Bowls gemacht. Ich liebe solche Energy Bowls zu snacken. Also mit so Datteln und Nüssen. Da sind jetzt auch noch so Pistazien drin und so. Und finde, das schmeckt so gut. Boah. Fast so wie Pralinen oder so. Nur halt ein bisschen gesund. Mhm. Sehr gut. Übrigens, falls es irgendwem interessiert, meine Flasche ist ausgelaufen. Jetzt ist mein ganzer Rucksack voll. Schön. Hello, ich bin wieder zu Hause. Ich glaube, es ist eh jetzt schon 7:30 oder so, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich Sport mache. Morgen mache ich es wieder am Vormittag, aber heute hatte ich halt keine Zeit wegen dem Film und so und deswegen muss ich es jetzt machen. Also muss, nicht falsch verstehen, aber wenn ich es mir so vorsetze, sage ich immer muss, also denke nicht, ich zwinge mich zum Sport. Aber ich habe es mir vorgenommen. Deswegen ziehe ich das durch. Auch wenn ich nur 10 Minuten oder so ein Workout mache oder ein paar Sit-Ups und Squats und Hampelmänner oder so, ist es trotzdem Bewegung. Ich bin jetzt mit dem Sport fertig. Es war wirklich nur so 10, 15 Minuten oder so. Aber wie gesagt, länger halte ich es nicht durch, weil es so heiß ist in meinem Zimmer. Aber ich glaube, bald kann ich ihn wieder aufmachen. Aber davor ist es eigentlich einfach zu heiß. Ich werde jetzt noch schnell was essen, auch wenn es jetzt 8:30 schon ist. Aber es ist halt eher mehr ein Snack, wenn ich noch ein bisschen Hunger habe, als wirklich Abendessen, weil das habe ich ja schon gemacht. Jedenfalls war es das jetzt von mir heute. Also wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht oder einen schönen Tag, aber für mich jetzt dann irgendwann mal bald gute Nacht und bis zum nächsten Vlog. Tschüss!